Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler. Schön, dass Sie dabei sind. Heute fangen wir Kapitel Nummer 5 an. Unser Kapitel heißt Massenmedien. Und wir fangen mit der Lektion 19, Alltag und Medien an. Hier haben Sie eine Collage, das finden Sie in Ihrem Lehrbuch auf der Seite 129 zum Thema Fernsehen und Massenmedien. Also was sind die Massenmedien? Die Massenmedien sind zum Beispiel das Radio, der Fernseher, das Telefon, das Handy, das Buch, die DVD, das Fax, die Zeitung, die Zeitschrift, der Computer. Was kann man mit diesen Medien machen? Das Wort Radio. Man kann Radio hören, anschalten. Sie möchten das Radio hören, dann schalten Sie das Radio an. Synonym ist einschalten, anmachen. Das Gegenteil ist ausmachen oder ausschalten. Sie möchten schlafen, dann schalten Sie das Radio aus oder Sie machen das Radio aus. Der Computer, was kann man mit dem Computer machen? Mailen, das heißt eine E-Mail schicken, surfen, schreiben, anschalten. Man kann natürlich den Computer anschalten. Die Zeitschrift kann man lesen, die Zeitung auch kann man lesen. Mit dem Fax kann man faxen. Die DVD, mit der DVD kann man einen Film sehen. Das Buch kann man lesen. Das Handy, also mit dem Handy kann man telefonieren, anrufen, auch mit dem Telefon, also telefonieren, anrufen. Der Fernseher, man kann fernsehen, man kann den Fernseher anschalten und man kann auch zappen. Ja, und hier haben wir weitere Wörter zu Medien oder Massenmedien. Also die Zeitung oder die Zeitschrift kann man natürlich lesen. Die Person, die eine Zeitung oder eine Zeitschrift liest, ist der Leser, die Leserin. Der Journalist, das kennen Sie, der Redakteur, der Reporter, der Artikel, der Kommentar, das Stellenangebot, die Nachricht, die Politik, die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Kultur, der Sport, das Wissen. Das sind alle Themen, die man in einer Zeitung oder auch in einer Zeitschrift lesen kann. Also die Werbung und die Zeitungsfrau. Zum Thema Computer, der Computer und das Internet haben wir die Wörter. Der Bildschirm, das ist der Monitor, die Tastatur, die Maus, die Zentraleinheit, die CD-ROM, der USB-Stick, der Lautsprecher, der Drucker, der Scanner. Was kann man mit dem Computer machen? Arbeiten, surfen, den Computer starten, speichern, verschicken, chatten, ausdrucken, Informationen suchen, den Computer anmachen, senden, downloaden und so weiter. Zum Thema Radio und Fernsehen. Also zum Thema Radio haben wir die Wörter. Zuhören, Zuhörer pardon, und hören. Der Zuhörer ist die Person, die das Radio hört. Fernsehen, der Zuschauer, ist natürlich die Person, die das Fernsehen zuschaut oder sieht. Fernsehen ist das Verb, man kann den Fernseher einschalten oder ausschalten. Das Programm, das Fernsehprogramm kann man lesen. Zappen,
die Sendung, der Moderator, die Nachrichten, der Wetterbericht, die Serie, der Film, die Talkshow, der Videoclip, die Sportsendung und so weiter. Ja, und zum Thema Handy, das Handy oder das Telefon, haben wir die Wörter telefonieren, anrufen, fotografieren, SMS oder MMS schicken, spielen, Facebook oder das Verb Facebooken, chatten, E-Mail-Box, im Internet surfen, online einkaufen, online ein Ticket buchen, die aktuellen Nachrichten finden. Hier haben wir einen Text, das ist Michaela. Michaela ist 25 und kommt aus Bochum. Mich weckt jeden Morgen mein Radiowecker. So wache ich mit Musik auf. Beim Frühstück lese ich die Zeitung, die Schlagzeilen, Sport und das Fernsehprogramm für den Abend. Im Büro schalte ich als erstes meinen Computer ein, werfe einen Blick in meine Mailbox und beantworte die dringenden E-Mails. Nach der Arbeit gehe ich oft im CD-Laden vorbei. Im Auto lege ich die neue CD in den CD-Player. Zu Hause mache ich nach dem Abendessen den Fernseher an. Ich sehe meistens Sportsendungen. Also, hier haben wir die Übung Nummer 1. Lesen Sie den Text und finden Sie, welche Medien benutzt Michaela in ihrem Alltag? Schreiben Sie. Also die Medien sind der Fernseher, der CD-Player, das Radio, die Zeitung, der Computer. Übung 2. Was passt? Ordnen Sie zu. Wann und wo? Und was? Also 1. Am Morgen. 2. Beim Frühstück, 3. im Büro, 4. nach der Arbeit, 5. im Auto und 6. nach dem Abendessen. Was? Das heißt, was macht Michaela? E-Mails lesen, den Fernseher anmachen, den Computer einschalten, Sportsendungen sehen, die Zeitung lesen, die CDs in den CD-Player legen, das Radio hören, die Mailbox öffnen und im CD-Laden vorbeigehen. Dann sehen wir die Verbesserung. Nummer 1, am Morgen passt mit G das Radio hören. Das heißt, am Morgen hört Michaela das Radio. 2, beim Frühstück, das passt mit E, die Zeitung lesen. Das heißt, beim Frühstück liest Michaela die Zeitung. 3. Im Büro, das passt mit C, den Computer einmachen, H, die Mailbox öffnen und A, E-Mails lesen. Nach der Arbeit, 4, das passt mit I, im CD-Laden vorbeigehen. Und 5. Im Auto, das passt mit F, die CDs in den CD-Player legen. Und 6. Nach dem Abendessen, das passt mit B, den Fernseher anmachen und D, Sportsendungen sehen. So, hier haben wir ein paar Wörter. Alle diese Personen benutzen Massenmedien und wir haben Sätze. Dann finden Sie, was passt zusammen, ordnen Sie zu, Bild und Satz. Die Sätze sind: A, ich muss jetzt aufhören. Ich rufe dich heute Abend nochmal an. B, im ZDF läuft gerade ein interessanter Dokumentarfilm über die Indianer. Wollen wir nicht umschalten? C, ein tolles Lied über den Wolken. D,
Ich habe noch keine Antwort auf meine E-Mail bekommen. E. Hast du das Buch von Günter Grass gelesen? F. Also, ich finde die Sendung ziemlich langweilig. G. Hast du das schon gelesen? Chelmiti zum besten tunesischen Fußballspieler des Jahres 2007 gewählt. H. Auf Wiederhören. Ja, dann sehen wir gleich die Verbesserung. Bild Nummer 3. Sehen Sie, diese Frau telefoniert, spricht am Telefon. Das passt mit A. Ich muss jetzt aufhören. Ich rufe dich heute Abend nochmal an. Bild 4. Sehen Sie das Bild an. Diese zwei Personen sehen fair. Das passt mit B. Im ZDF läuft gerade ein interessanter Dokumentarfilm über die Indianer. Wollen wir nicht umschalten? Bild 2. Sehen Sie, diese Frau hört Musik. Ein tolles Lied, über den Wolken heißt das Lied. 6. Sehen Sie, diese Frau arbeitet am Computer. Und das passt mit D. Ich habe noch keine Antwort auf meine E-Mail bekommen. 5. Sehen Sie, diese Frau liest ein Buch. Und das passt mit E. Hast du das Buch von Günter Grass gelesen? 4. Also noch einmal, diese zwei Personen sehen fair. Und das passt mit F. Also, ich finde die Sendung ziemlich langweilig. Bild 1. Hier sehen wir einen Mann, er liest eine Zeitung. Das passt mit G. Hast du das schon gelesen? Chelmiti zum besten tunesischen Fußballspieler des Jahres 2007 gewählt. Und 3. Die Frau telefoniert und sie sagt, auf Wiederhören. Ja. Wie oft liest Michaela die Zeitung? Jeden Tag liest Michaela die Zeitung. Also auf die Frage, wie oft können wir mit diesen Wörtern antworten? Immer? Jeden Tag oder täglich? Jeden Tag? Regelmäßig? Das heißt jede Woche, jedes Wochenende, jeden Monat, jedes Jahr? Oft? Das heißt mehrmals in der Woche? 4, 5 Mal in der Woche? Oft? Manchmal? Vielleicht einmal in der Woche. Nicht oft, das heißt auch einmal im Monat. Selten, nicht immer, selten, einmal im Jahr. Und nie. Übung 4. Welche Medien benutzen Sie und wie oft? Kreuzen Sie an, hier haben Sie eine Tabelle mit Medien, Radio, Handy, Zeitung, Buch, Zeitschrift, Internet, Fernsehen und mit den Wörtern täglich, jeden Tag, oft, mehrmals in der Woche, manchmal, einmal in der Woche, nicht oft, einmal im Monat, selten, einmal im Jahr und nie. Hier haben wir ein Beispiel. Schreiben Sie Sätze. Ich surfe mehrmals in der Woche im Internet. Bücher lese ich sehr selten. Ich höre oft Musik im Radio. Und ich lese täglich, jeden Tag, die Zeitung. So. Übung 6. Antworten Sie. Wie sieht Ihr Medienalltag aus? Was machen Sie gern, nicht gern? Wie oft? Welche Medien sind für Sie wichtig, interessant? Und warum? Verwenden Sie die Redemittel. Ich mag,
am liebsten oder am wenigsten. Für mich ist sehr oder nicht so wichtig. Ich benutze jeden Tag oft, selten oder nie. Mit dem Handy verschicke ich im Internet. Mit dem Computer kann ich. Also berichten Sie über Ihren Medienalltag. So, und als Hausaufgaben haben Sie die Übung 1 auf der Seite 130, die Übung 10 auf der Seite 153. Gezielte zur Abi-Prüfung. Lese verstehen. Ich kann die Vorlieben einer Person erkennen. Wortschatz. Medien im Alltag wie Radio, Handy, Computer, Fernsehen, CD-Player, Zeitung, Zeitschrift und so weiter kennen. Mediennutzung und Wirkung. Einschalten, ausschalten, zappen, speichern, eine E-Mail senden, im Internet surfen, eine SMS-Nachricht verschicken und so weiter. Also hier haben wir keine Grammatik, keinen schriftlichen Ausdruck. Also worauf Sie sich konzentrieren sollten? Auf den Wortschatz. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.